Hey Leute, was geht ab? Euer PAX United ist am Start und heute habe ich, ihr seht es schon im Titel, 48 Booster, zwei ganze Displays der WOW to UEFA 2016 in Frankreich für euch. Ich werde daraus vier Parts machen, das heißt vier Parts Booster öffnen, Booster öffnen, Booster öffnen. Also freut euch drauf, ich freue mich auch schon wie ein Schneekönig hier auf die Displays. Ich mache einfach mal das erste auf. So. Dann werden wir von diesem Display eine Seite rausnehmen und diese dann öffnen. Jetzt ist das Siegel hier schon wieder drauf. Ich mache das einfach mal auf meine Art auf. So, und dann haben wir hier die erste Seite des Displays. So. Dann nehmen wir die eine Seite raus, das ist nämlich für den ersten Part, der zweite Part und das zweite Display für den dritten und vierten Part. Die Seite bzw. die 12 Booster werden wir jetzt zusammen aufmachen. Und nach den zwei Displays wird auf jeden Fall ein Mappen-Update folgen, also freut euch drauf. Ich denke mal, ich habe die Mappe dann fast voll mit drei Displays, habe ich ja dann schon insgesamt geöffnet. Müsste ich dann mal schauen. Machen wir auf jeden Fall hier den ersten Booster auf. Mal schauen, was wir da so ziehen. Da haben wir Claudio Marchisio von Italien als erste Karte. Dann haben wir hier gleich mal das UEFA Euro 2016 ja, in Frankreich Logo drin. Ich weiß gar nicht, das habe ich auf jeden Fall schon, aber in wie vielen Päckchen das jetzt drin ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Dann habe ich das Portugal Logo. Als nächsten Spieler habe ich Novakovic. Christian Fuchs aus Österreich. Und zu guter Letzt noch Danny Welbeck von England, beziehungsweise von Danny Welbeck. Wo spielt ihr? Arsenal? Ich glaube schon bei Arsenal, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. So, dann geht's weiter mit dem zweiten Booster. Da haben wir einen deutschen Spieler drin, beziehungsweise einen Italiener, der in der Bundesliga spielt. So rum, Ciro Immobile. Dann die Powerkarte, nämlich ein Dynamo, nämlich Steven Defour von Belgien. Dann eine Line-Up-Karte von Polen mit Lukas Piszczek ist da drauf. Zlatan Ibrahimovic, die kleine Legende hier von Schweden. In Schweden gibt es ja sogar den Begriff Zlataniren, also das denke ich mal sagt schon alles. Diego Costa hier von Spanien. Oder noch Gerard Piqué von, ja, ebenfalls von Spanien. Jetzt weiter mit dem nächsten Päckchen. Da haben wir noch einen Spanier drin, Isco. Jetzt sammeln wir hier die Spanier auf oder was? Denn eine Powerkarte haben wir ein One-to-Watch Nuri Sahin. Dann das Adrenalin XL Logo, auch cool, habe ich aber auch schon, leider. Jan Sommer aus der Schweiz. John Auschia, Republik Irland. Und dann als letzte Karte noch Vasily Berezutsky von Russland. Die Powerkarten muss ich mal raussortieren. Nicht, dass ich die jetzt... hier muss ich auch noch die Powerkarten schnell nehmen. Die Line-Up-Karte. Und dann die beiden. Genau, das sind hier die Base-Karten. Und hier unten packe ich die Powerkarten hin. Geht's weiter mit dem nächsten. Mal schauen, was wir da so ziehen. Ich muss mal kurz mein Mikrofon anders einstellen, dass man mich besser verstehen kann, weil in den ersten paar Minuten war es ein bisschen leise, glaube ich. Dann geht es hier weiter mit Hugo Lloris aus Frankreich. Das offizielle Maskottchen, ist das nicht die seltenste Karte, glaube ich, oder? Jawohl, die seltenste Karte habe ich drin gehabt. Das offizielle Maskottchen, richtig cool. Die Karte habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt, also jetzt habe ich sie. Hat sich das Display hier schon mal gelohnt, das offizielle Maskottchen. Dann geht's weiter mit Erkin, eine Basekarte aus der Türkei. Jamin Kurtic aus Slowenien. Razvan Rad aus Rumänien. Nani Portugal. Und das waren die 5 Basekarten. Also ich freue mich richtig über die Maskottchenkarte. Richtig geil. Nächstes Booster. Schnell mal ordnen, da haben wir Jack Wilshere aus England. Die Powerkarte, nämlich ein Fans-Favorite, João Moutinho, richtig geile Sache. Dann eine Line-Up-Karte von Tschechien. Das Logo aus Österreich.
Axel Witzel aus Belgien und sein Verein ist eine, ich glaube, die russische Liga spielt er irgendwo, oder? Axel Witzel kann das sein. Und zu guter Letzt haben wir noch Thibaut Courtois aus Belgien. Gute 6-7 Packs habe ich jetzt, glaube ich, noch. Im ersten Part für euch. Da haben wir Kostas Mitroglou aus Griechenland. Powerkarte Dimitri Payet, One to Watch. Watch, richtig cool. Natürlich hier mit der, ja, mit dem Frankreich-Grundriss. Richtig geil, Design von Panini, aber muss ich ja nicht weiter dazu eingehen, habe ich ja schon mal gesagt. Dann haben wir hier Russland-Lineup. Steffen Lichtsteiner aus der Schweiz. Jose Holebas, der linke Verteidiger, der war auch, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren noch Deutscher. Kann das sein? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Hier auf jeden Fall Griechenland. Das kenne ich noch von FIFA. In FIFA 10 oder FIFA 11 war er noch Deutscher, glaube ich. Wenn ich mich jetzt hier nicht irre. Mihai Pantili, oder Pintili aus Rumänien. Das waren die Base-Karten. Schau mal kurz hier nach. 6 Tütchen habe ich jetzt noch. Also gut, die Hälfte hatten wir jetzt aufgemacht. Sehe ich da einen deutschen Spieler? Ja, Manuel Neuer. Gestern hat ja FC Bayern München leider verloren gegen Barcelona. Also wenn ihr jetzt das Video seht, wahrscheinlich schon vorgestern oder so. Manuel Neuer. Dann haben wir hier Defensive Walk Sergio Ramos. Einer meiner Lieblingsinnenverteidiger, muss ich sagen. Ist einfach ein absolutes Biest, der Ramos. Dann haben wir Severovic aus der Schweiz. Marek Hamšík aus der Slowakei, Luka Modric, Kroatien und als letzte Karte haben wir Rui Patricio aus Portugal, der Torhüter. Das nächste Päckchen beginnt Caballé hier, dann eine Powerkarte, Fans Favorites, Vasili Torresidis aus Griechenland, dann schon wieder das Adrenalin XL Logo hier, also da kann ich wirklich keine Ahnung was aufmachen, Shop, nee, Spaß. Ich habe da so viele Karten von, also ich weiß nicht, was ich damit machen werde, entweder tauschen oder verkaufen auf eBay oder so. Dann haben wir Nemanja Matic, ein Spanier Cesc Fabregas, richtig cool. Und Mangala aus Frankreich. Na, geht's weiter. Haben wir Koke, ein Dynamo aus Spanien, eine Powerkarte, cool. Andreas Isaksson, schwedischer Keeper. Dimitri Komarov aus Russland. Dann noch ein Russe, ein Innenverteidiger, Sergej Ignatjevic. Zlatko Junusovic aus Österreich und dann noch Andreas Samaris aus Griechenland. Kommen wir zum drittletzten Päckchen. Also das, ja, der erste Part ist da schon mal, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ging auf jeden Fall gut los mit dem Maskottchen und Co. Hier haben wir Nyland, der norwegische Keeper. Igor Akinfeev, ein weiterer Keeper, bloß halt der von Russland. Defensive Walk Chiellini, auch cool, aus Italien. Der ja gebissen wurde von Luis Suarez. Wer sich an die Szene noch erinnert, schreibt es mal in die Kommentare und schreibt auch mal, was ihr davon haltet wegen dem Biss. Also von Luis Suarez. Schreibt mal, mich würde wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Von solchen Attacken im Fußball, im Sport und so weiter. Hier haben wir dann Line-Up-Karte von Türkei. Hatte ich hier eine Powerkarte? Ja, Chiellini. Markovic aus Serbien. Lafata aus Tschechien. Und das waren die Base-Karten. Jetzt kommen wir zum vorletzten Booster. Okay, alle umgedreht. So. Da haben wir als erste Karte Sergio Busquets aus Barcelona, aus Spanien. Peter Cech aus Tschechien. Ja, Peter Cech aus Tschechien hört sich gut an. Und auch aus Chelsea. Dann haben wir William Carvalho, ein Rising Star aus Portugal. Teamlogo Belgien, ebenfalls geil. Und dann noch Artem Zyuba aus Russland und Paul Pogba ist die letzte Basekarte. Jetzt kommen wir aber zum letzten Booster hier vom ersten Part. Also es macht einfach enorm viel Spaß, diese Booster zu öffnen, Leute. Das könnt ihr mir ja gar nicht glauben. Chesney, der polnische Keeper, der ja auch bei Arsenal spielt. Dann haben wir Kostas Manolas, der griechische Innenverteidiger. Powercard ist dieses Mal Rising Star Odstoyev aus Russland.
Line-Up-Karte aus Slowakei, aus der Slowakei. Und noch Gökhan Inler aus der Schweiz und Ciprian Tatarusanu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut's mir leid. Wir hatten auf jeden Fall richtig coole Powerkarten hier im ersten Part. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Part 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer PAX United ist raus. Tschüssikowski und ciao.